haben jetzt zwei Motorräder gemietet, sind ungefähr 2 Kilometer gefahren und das von Franzi funktioniert nicht mehr. Moin ihr Lieben, willkommen auf meinem Channel. Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben. Wir haben es jetzt gerade das heilige Wochenende. Nein, Quatsch, es ist nicht heilig, aber für mich ist es heilig, weil ich unter der Woche immer arbeite. Und Franzi und ich werden uns gleich richtig dicke Motorräder ausleihen. Und ich habe so übelst Bock darauf, weil Motorradfahren ist einfach was ganz anderes als Roller zu fahren. Jeder, der schon mal Motorrad gefahren ist, der weiß einfach, was es für ein übergeiles Gefühl ist. Es kostet 600 Baht für 24 Stunden. Ich denke mal, das ist um die 15 Euro. Ich muss es nochmal abchecken. Ja. Und dann werden wir heute zum Deusto Tempo fahren, zu dem Tempel. Da hatte ich ja auch schon ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch jetzt mal oben, hier irgendwo, keine Ahnung. Und werden uns von da den Sonnenuntergang angucken. Ihr seid natürlich mal wieder dabei. Jetzt zwei 250 Kubik Hondas. Und wir haben richtig Bock, oh mein Gott, es kann da jetzt gar nicht schnell genug losgehen. Wir kriegen gleich beide einen Orgasmus. Allein von dem Geräusch von richtigen Motorrädern. Es ist mal wieder so geil. Wir haben jetzt zwei Motorräder gemietet, sind ungefähr 2 Kilometer gefahren und das von Franzi funktioniert nicht mehr. Es springt einfach nicht mehr an. Keine Ahnung, was da jetzt das Problem ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt mit denen telefoniert, weil wir zum Glück die Visitenkarte von denen bekommen haben. Und die bringen noch was! What? Okay, es geht wieder. Wir gehen jetzt mal wieder an der Tankstelle. Franzis Motorrad ist nämlich vorhin schon wieder ausgegangen. Vielleicht ging das vorhin nicht, weil wir keinen Sprit mehr hatten. Man weiß es nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist der nächste Tag und gestern war es einfach so geil. Wir sind den ganzen Abend mit den Motorrädern den Deusto Tempelberg hoch und runter gecruised und den Highway hoch und runter geballert und haben versucht, das Motorrad irgendwie auf Maximalspeed zu bekommen und es hat einfach so mega Spaß gemacht. Es ist das beste Gefühl der Welt, sich auf ein Motorrad draufzusetzen, Gas zu geben und den Wind zu spüren und diese Energie oder diesen Kick, den das Motorrad macht, wenn du dann runterschaltest, das aufdröhnt oder keine Ahnung, wie man es nennt, das ist einfach nur mega abziehen. Naja, auf jeden Fall ist jetzt Tag 2 unserer Motorradtour und wir werden heute in den Norden fahren. Da ist ein Spa und ein Retreat Center, weil Franzi da irgendwie eine Behandlung bekommt. Ich werde mich da ganz gechillt an den Pool flitzen und gar nichts machen. Und jetzt treffen wir uns aber erstmal auf ein Pancake im Bodhi Tree Restaurant. Ich werde es jetzt abholen. Ich habe hier auch, wartet, diesen fancy Helm wieder am Start. Der hat einfach mal locker Größe XL und mein Kopf ist winzig. Also ich habe den übelsten Schrumpfkopf und ich habe eigentlich in Deutschland Helmgröße XS oder S. Das heißt, ich muss jetzt nur mal so eine fette Beanie drunter tragen, damit der überhaupt auf meiner Birne hält. Von daher ist Mr. Helmlet auch am Start. Ich würde sagen, machen wir mal, oder? Ich würde sagen, der Helm sitzt mit der Beanie ganz gut. Ich bin jetzt hier mit meinem Motorrad unterwegs. Da. Und hoffentlich springt es gleich mal an. So, habe jetzt Franzi abgeholt. Wir sind bereit, mit dem Motorrad loszudüsen und sind mega happy, mega, mega happy. Und ja, geht jetzt eigentlich noch was frühstücken oder direkt los? Pancakes. Los geht's. Wir sitzen jetzt im Bodhi Tree Café und werden gleich vegane Pancakes essen und Kaffee trinken. Wir sind jetzt ungefähr da ist das Retreat-Dings und da ist der Deusto Tempel.
jetzt irgendwo und wir wollen einmal jetzt noch so fahren. Ja! Google Maps versus Karte. Alter, da ist die 108. Lecker. Das sind jetzt vegane Pancakes mit Früchten. Ich denke mal, es ist Ahornsirup und keine Ahnung. Falls ihr euch fragt, wie wir das hier mit der Navigationstante machen, fahren sie das mit ihrem Handy vorne im Höschen und sexy mit Knopf im Ohr oder hier eingeklemmt mit Google Maps hält. Auch bei 120 km/h. Hat noch keinen Abflug gemacht. Wir haben gerade Besuch bekommen, schaut mal, wir wollten gerade, oh, da ist noch einer. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. You.
hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Wir sind ja in diesem Taos Spa Resort gerade und es ist eine so unglaublich schöne Anlage. Franzi hatte gerade ihre Massage. Ich habe am Pool ein bisschen abgechillt und es ist da einfach so schön. Es ist so ruhig hier. Es ist, wenn man von Chiang Mai rausfährt, nur ungefähr 10 Kilometer. Ja, so roundabout 10 Kilometer, wenn es überhaupt 10 sind. Sind mit den Bikes erstmal schön 30 Kilometer dran vorbeigeballert. Bis wir dann mal Google Maps gecheckt haben und gemerkt haben, dass wir völlig zu weit sind. Guckt mal, da stehen unsere Babys. Wir sind jetzt im Restaurant. Vegan Heaven. In Vegan Heaven. Und guckt mal, Ellen DeGeneres ist auch vegan. Wahnsinn. Sprite und Wasser ist am Start. Also ich schwitze mir gerade derbst den Arsch ab, weil wir gefühlt 500 Grad unter dem Helm haben und noch Mützen tragen, weil die Helme einfach mal Größe XL sind und unsere Köpfe Größe S haben, beziehungsweise benötigen. Ja, und deswegen schwitzen wir und deswegen sehen wir fertig aus. Aber wir sind jetzt erstmal im Restaurant essen. Das ist jetzt ein Vegan Chicken Burger mit Sweet Potato Fries. Kao Soi. Sag? Guckt euch mal bitte unsere Hände an. Franzis Hände sind okay, aber was hab ich denn bitte gemacht? Das Geile ist, dass direkt neben dem, neben der Vermietung von den Motorrädern ein Café ist. Da sind unsere Babys. Wir haben sie gerade abgegeben. Wir haben sie nur ausgeliehen für eine Woche. Für eine Woche darf der Shop sie von uns wieder haben. Weil wir nämlich nächsten Samstag die Bikes wieder ausleihen werden. Weil es einfach viel zu geil war, um es nicht zu machen. Wisst ihr Bescheid. Wir sind jetzt auf dem Sunday Night Market und hier sind scheiß viele Menschen unterwegs. Wie immer. Wir haben lecker gegessen. Wie immer. Wie immer. Was hast du? Keine Ahnung. Indisch hatte sie. Indisch und ich hatte... Keine Ahnung. Irgendwie Spinat, Reis, Nudeln. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollten wir jetzt zusammen dieses Video beenden. Das Wochenende war der Knaller und... Macht man das nicht nur beim Tauchen oder so? Okay. Wir können ja abtauchen. Oh ja, lass uns mal abtauchen so. Okay, warte. Wir tauchen jetzt ab. Ah.